Hallo, meine Lieben. Heute möchte ich euch ein weiteres Rezept für Halloween zeigen. Ein Halloween-Dessert. Dazu kauft ihr euch so ein Päckchen Kaltschale. Das ist jetzt Erdbeergeschmack. Das rührt ihr einfach mit 500 ml Wasser an und stellt es dann einfach über mehrere Stunden in den Kühlschrank. Wenn ihr seht, dass die Flüssigkeit etwas dicklicher wird, nehmt ihr das dann aus dem Kühlschrank raus. Das habe ich jetzt mal gemacht. Und da wir ja Halloween haben, müssen wir ja es auch dementsprechend dekorieren. Und dazu habe ich solche Dracula-Gebisse. Die legt ihr dann einfach oben drauf. So, dann stellt ihr das Ganze wieder in den Kühlschrank. Es wird noch ein paar Stunden dauern, bis es richtig fest ist. Aber dadurch, dass wir jetzt die Gebisse schon in das Dessert reingelegt haben, verbindet sich das dann richtig schön und wird dann damit beides gleichzeitig schön fest. Also noch ein paar Stunden in den Kühlschrank und dann habt ihr euer Halloween-Dessert fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!